Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Diablo 3. Ja, Blizzard hat wieder ein neues Update rausgebracht, und zwar ein neues Runensystem. Und ja, wir werden das mal schauen, ob wir das in dieser netten Let's Play mal ein bisschen unter die Lupe nehmen können. Ja, da sehen wir schon mal die erste Änderung. Primär, Sekundär, Defense, Archer, Shadow und Device. Klicker. Ah, okay. Hier kann man sich was... Ah, hier können wir uns was aussuchen. Das ist ab der Stufe 3, ab der Stufe 11. Okay. Hier schaltet sich das erst ab 2 frei. Hier ab 4, okay. Und Passive ab 10, 12, 20, 30. Sehr schön. Das Inventar ist auch noch ziemlich gleich geblieben. Ja, hier sehen wir noch alle unsere Fakten. Okay. Was haben wir denn noch da? Ja, Quest Journey, das haben wir ja. Und das wird wieder ein Let's Play, wo ich alles durchlaufen lasse. Mal schauen, wie das so wird. Wow, alles getroffen. So, what the... Schön, schön, schön. So. Und jetzt schön zuhören. I have journeyed here to find the fallen star and purge its evil from this land. It fell on the old cathedral. There was only one survivor, Leah. You should speak with her. Captain Rumford, more dead are coming. We can't. Und jetzt kommen wieder ein paar Untote, die wir natürlich schön umbringen werden. Ja, oh, hier kommen ein paar mehr, wa? Oh, hinter mir ist einer. Ja. Fantastisch. Ja, wir sind gut. Okay. Ja, hier bringt er ein bisschen Leichen, ein paar Untote wohl in den... Ja, schön rein da. Dead have been a bane on our existence since that cursed fire fell. We have to burn them just to make sure they don't rise from the grave. Okay. I came here to study the fall of old Tristram. This is closer to the town's history than I want to be. Ah, okay, ja, ich weiß schon Bescheid, keine Sorge. Meine Güte, kann man sich mal nämlich ein bisschen Zeit lassen? Von denen können wir uns heilen lassen? Hier ist ein Händler. You can sell items to Martins. Nein, das, nee, jetzt wollen wir ja nicht. So. Habt ihr? Ihr unterhaltet euch gar nicht, ihr steht einfach nur euch gegenüber. I promised Marco I'd protect him, but now he's dead. Oh. Das ist unsere Kiste. Da können wir... Geht das mit Shift? Hm. Geht das nicht auf... Ah, okay. Mit der rechten Maustaste. So. Dann wollen wir als erstes hier hin. Tristram used to be such a wonderful place to live. My family has been here since the town grew out of the ruins of old Tristram. But now, it's horrible. The loved ones we've buried and grieved over now threaten our lives. Yeah. Have you come to help us? The other adventurers who came through here didn't look so deadly. I don't care what anyone says. That thing that fell from the sky was no rock. A rock doesn't cause the dead to leave their graves. Oi. Wollen wir gleich mit Leah sprechen. Rumford said that you survived the fallen star's impact. I did. But it blasted my uncle Deckard Cain into the depths of the old cathedral. I tried to search for him, but the dead were already rising. I came back here to rally the militia, but watch out! Oh Gott. So, alles platt hier. Und wir sind Level 2. Ja,
gucken wir uns das gleich an. Wir reden einmal mit Lea. The dead will overwhelm us all, unless something is done. Then I shall put an end to them and secure your town. Thank you. You should speak with Captain Rumford at the gate. He can tell you what to do. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Hier haben wir einen neuen Skillslot. Secondary. Und zwar... Through a knife that can implode enemies. Ja. Nehmen wir. Und der ist da. Haben wir das jetzt hier? Accept. Ah, okay. Ah, sehr schön. Und dafür brauchen wir aber... Hate. Alles klar. Sehr interessant. So. We've been under siege for 6 days now. Uncle Deckard is still missing. Captain Rumford and the others are losing hope. I tell them not to lose faith. But if help doesn't arrive soon... Ja. So. Hier haben wir schon mit allen... nee, haben wir gar nicht. Lüge. Wir haben noch gar nicht mit dem hier gesprochen. Das ist aber auch ein Verkäufer und Händler. Bring me whatever treasures you have no use for. I'll give you a bit of coin to save up for your casket. Ja, der verkauft uns nur Potions. Okay. Da hinten kommen wir später hin. Das gucken wir uns später an. Hier unten haben wir... The dead, rising from their graves. This must be the end of the world. Na, so schlimm ist es ja nicht. Wir sind ja jetzt hier. Da wären wir ja wohl ein bisschen... 16 Militiamen went out. Only Rumford came back. How could that help us? We never should have built on this cursed ground. Maybe Cain was right. Even in death, Diablo torments us. Okay. Jetzt können wir hier auch schon dieses Haus und dieses Cains Haus. Hier war zumindest früher irgendwo ein Büchlein. Na, hier noch irgendwas? Ja, da oben wahrscheinlich in dem Raum. Ja, da oben liegt er doch. Oh, der Stuhl hat uns... etwas. We have come at last to Tristram's old cathedral. This is where Diablo, Lord of Terror, first corrupted mankind. This is where I may finally find the answers I seek. Lea worries after my safety, but I believe information vital to defeating the last lords of the burning hells can be found here. Yeah. So, und jetzt gehen wir zu Captain Rumford und werden talking to him. Ja. What can I do to help fight the risen dead? I admire your courage, but Captain Dalton and the militia were slaughtered by those things. Only I survived. Don't worry. I will avenge their deaths. Well, I have seen you fight. Strike at the wretched mothers and their queen. They're the ones vomiting out these horrors. They're attacking the barricades! So. Hallo? My hatred is too low. There are more of them in the rooms down the road. Zack. So, dann haben wir auch unseren ersten Inventargegenstand bekommen. Den werden wir uns wohl anziehen. Ja, ich habe gerade schon die Karte aufgemacht. Die können wir hier so ein bisschen verschieben, aber das brauchen wir ja nicht unbedingt. I, Deckard Cain, have spent many years traveling and writing about the strange creatures in our world, but the sight of the wretched mothers still haunts me. They are the remnants of Queen Ascilla's slaughtered handmaidens who were twisted by foul magic. Now they feast upon cadavers and regurgitate them as newly formed, risen dead. Ja, Kuh sollte ich mir merken. Für die Potions. Okay. Ich habe das nach dem letzten Update auch nicht wieder gespielt gehabt. Also von daher, einige Veränderungen habe ich nicht mitbekommen. Okay. Hier sollte ich auch welche treffen, dann wäre es vielleicht gar nicht so... So, dann hören wir uns das... Ja, ist ja okay. Wissen wir doch. I will never forget the first time I saw these horrors shambling out of the misty woods.
Our loved ones, buried long ago, rose from their graves and began to attack the living. However, the risen dead were only the beginning. Ja. Also hier mussten echt viele Menschen gelebt haben, wenn hier so viele Zombies rumlaufen. Suche mehr. Oh, da ist eine. Geh weg. Stirb. Stirb endlich. Oh oh. So. Ja, nett sind halt die ganzen kleinen Informationen zu den Gegnern. Dear reader, I am Abdalhazir, adventurer, scholar and researcher. I share my knowledge of this incredible world and its creatures through my insightful missives, often at grave risk to myself. Why, I was recently in Kanduras, where my tents were ransacked by vicious quill fiends. I was able to beat them off with a shoe, but a less bold man would have fared far worse. Okay, jetzt wollen wir mal hier unten reingehen. Hier gibt's einen toten Villager. These ones are fully grown. There must be a nest here. Oh! Jetzt haben die hier sogar schon Kinder. Und Babys. Die kenne ich gar nicht. Gab's die schon vorher? Also wenn ich den manchmal dazwischen quatsche, ist das nicht mit Absicht. Manchmal kann man sich gar nicht darauf einstellen.